Kessel. <laughs> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Delas Hexenkessel. Ja, in der letzten Folge habe ich euch ja versprochen, dass ich wieder mehr Podcaste, wenn sich das Wetter ein bisschen erholt hat und wir nicht mehr 40 Grad da draußen haben. Und was soll ich euch sagen? Wir haben jetzt den 10. Oktober äh, 2024. Und ich glaube, heute Nacht hatten wir 6 Grad. Also ich würde behaupten, es ist jetzt Zeit, mit dem Podcasten wieder anzufangen. Und deswegen bin ich hier. Was ist denn in letzter Zeit so passiert? Wir fangen wie immer im Dela-Garten an. Ich hatte euch ja erzählt, wir hatten schon ein paar Sachen noch neu ausgepflanzt und ein paar Sachen geerntet. Es ist jetzt für dieses Gartenjahr im Prinzip alles schon passiert. Ich muss sagen, die Teilbeere, von der ich in der letzten Folge geredet habe, die hat sich tatsächlich doch schön gemausert. Die hat nochmal drei, vier äh, solche Bären bekommen und hat auch auf jeden Fall sehr viele schöne neue Triebe ausgebildet, die dann eben auch im nächsten Jahr äh, kommen werden. Das Zeug im Beet war irgendwie in der zweiten Charge nichts. Also da ist uns relativ viel eingegangen, das wollte irgendwie alles nicht. Aber dafür haben wir dieses Jahr eine wahnsinnig gute Tomaten- und Gurkenernte gehabt. Also ich glaube, so viele Gurken und auch äh, hier mexikanische Mini-Gurken und diese Dinge, ich glaube, so viel hatten wir noch nie. Das ist ernsthaft beeindruckend. Und gerade diese mexikanische Mini-Gurke, die ist halt auch ernsthaft lustig. Weil die sind halt so 2 cm groß und haben eine ganz leichte Säure, so, so wirklich nur ein bisschen. Aber es, es fühlt sich halt an wie eine Gurkenbeere und es schmeckt sehr lustig und ist sehr lustig. Ansonsten die Aubergine, die Mini-Aubergine, die hat auch erstaunlich gut getragen, muss ich wirklich sagen. Davon war ich auch sehr begeistert. Und die Birnenmelone, die hat auch schön getragen. Da haben wir auch äh, einige große Bobbeln runtergehoben. Allerdings befürchte ich, habe ich da irgendwas falsch gemacht, weil die müssen eigentlich ein bisschen gelb sein und meine sind noch grün. Es hatte allerdings auch keinen Sinn, die jetzt noch länger draußen hängen zu lassen, weil sonst erfrieren die uns schlicht Aber äh, ich werde sehen, ob die eventuell daheim noch ein bisschen nachreifen. Das wird man feststellen. Bohnen hatten wir auch jede Menge geerntet, das kann man eigentlich auch ganz gut so machen. Ähm, ich bin jetzt kein Fan von Bohnen, aber Jonas mag es wohl ganz gern und von daher bin ich ja ganz glücklich, wenn der Jonas eine gute Bohnenernte hat. Ähm, ansonsten, ja, der Mini-Mais, er kam, also wir haben einen Mais-Dingskolben-Ansatz, -Äh aber ich glaube, wir haben den einfach zu spät eingesetzt. Ich denke, da passiert nicht mehr viel. Das einzige, was dieses Jahr echt mies war, war die Chili-Ernte. Ich weiß nicht, warum dieses Jahr, also, eine Hälfte der Chili ist mir von den Schnecken weggefressen worden. Die andere Hälfte der Chili hat einfach keine Farbe gekriegt. Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe, aber, also, das wollte ich heute absolut nicht dieses Jahr. Ja, dann gibt's Neuigkeiten von Dela Bastelt. Ähm, ihr habt ja schon die Ankündigung gehört gehabt. Es ging ja zum potstock. Und deswegen habe ich ziemlich viel Potsdok-Vorbereitungszeug gemacht. Eben einerseits sehr viele kleine Schnitzereien, kleine Gravierarbeiten und sowas. Ähm, ein bisschen mit einem Lötkolben gearbeitet, eben vor allem Kleinkram für fürs Potsdok vorbereitet. Aber zum Beispiel auch ein kleines Kloschild für den Geburtstag von meinem Papa. Ähm, also quasi so frei und besetzt. Ansonsten, paar Decken, paar Oberteile, das Übliche, also nichts Spektakuläres. Ähm, gestickt habe ich in letzter Zeit relativ viel. Zum Beispiel habe ich mir eine Hülle für mein Kindel äh, bestickt mit einem Pfau. Da war ich sehr zufrieden und sehr glücklich mit. Ansonsten halt, es geht ja jetzt aufs kalte Wetter zu. Pullover, Oberteile, wie gesagt. Dann auf dem Potsdam, über das werde ich gleich ein bisschen reden, habe ich ähm, diverse Dinge für Menschen gebaut. Einerseits Plüschtiere, die nicht von mir stammen, repariert. Aber auch andere Plüschtiere, äh, ja, Zubehör gebastelt für die. Ich habe ähm, Tassenwärmer, Tassenhalter, Flaschenhalter gebaut, solche Dinge. Ja, also im Großen und Ganzen jede Menge Kleinkram, aber nichts, was jetzt wirklich riesig wäre. Genau. So, und dann würde ich noch mit euch kurz über die Literatur reden. Und ich sag's gleich von weg, es ist dieses Jahr echt kein gutes Literaturjahr für mich. Ich bin immer noch unter 60 Büchern, glaube ich. Und es zieht sich und es geht nicht vorwärts. Aber ich weiß auch nicht warum. Ich habe einfach zurzeit nicht die Nerv und die Zeit zum Lesen. Aber ähm, ein paar Sachen waren ja trotzdem schöne dabei. Ich habe diverse Horror-Anthologien gelesen und gehört, also unter anderem die Eldritch Tales von H.P. Lovecraft. Ich habe ähm, Cursed Curiosities von Horror Bebel angehört, Beffling Beasts ebenfalls von Horror Bebel, Horror for Races und Nightscares. Ähm, da waren teilweise ein paar echt hübsche Kurzgeschichten dabei. Muss man wirklich sagen, also äh, macht einiger, einiges davon macht echt Spaß. Aber es war halt auch dieses Jahr viel Mist dabei. Also zum Beispiel, ähm, Blood Music von Greg Bear ist so ein Science-Fiction-Ding über, ich sag mal im weitesten Sinne, nanopartikel die sich selbstständig machen. Es ist nett, aber ich kam irgendwie nicht so richtig rein. Dasselbe gilt für Martin Rees, Just Six Numbers. Ähm, relativ populärwissenschaftliches Buch über Physik, über die Konstanten in unserem Universum und so weiter. Es ist nett, es ist leicht erklärt für Idioten wie mich. Aber es ist einfach nichts, was mich jetzt vom Hocker reißt, muss ich ehrlich sagen. Ähm, genau. Ansonsten habe ich noch ein paar Vorlesungen gehört. Zum Beispiel Eight Books That Changed the World. Oder When Weather Changed the Course of History. Ja, auch das kann man machen, ist aber halt nicht sonderlich äh, aufregend. Ganz spannend fand ich tatsächlich Hitler's Monsters von Eric Kurlander. Ähm, eine Betrachtung über die, ja, ich sag mal, supernatürlichen Elemente in der Propaganda, aber eben auch in der Kriegsführung im Dritten Reich, der ganze Aberglaube, der mit reinspielt, ähm, wie das äh, weaponized worden ist und so weiter. Also es geht jetzt hier wirklich nicht darum, hier die Glocke und Superwaffen und so weiter, das kommt auch vor. Aber es geht mehr darum, warum ist denn ausgerechnet zum Beispiel das Thema Werwolf im Dritten Reich äh, und vor allem gegen Ende zu so äh, propagiert worden? Und woher kommen diese? Kulturellen Aberglaubssachen, äh, die da genutzt wurden, und warum wurden ausgerechnet diese genutzt? Ja, weiter geht's außerdem mit ähm, Bart van Lu, The Burgundians. Ja, kann man machen, völlig egal, aber spannend. Gavin Menzies, The Lost Empire of Atlantis. Ich lese Menzies ja sehr gern, aber dieses hier war mir ein bisschen schwach. Aber ich habe dieses Jahr meine Liebe entdeckt für Mark Forsyth. Ähm, ich habe nämlich einmal das, äh, das äh, Elements of Eloquence gelesen. Ganz, ganz fantastisches Buch. Äh, wenn ihr Spaß an Rhetorik habt und an einem entsprechend lapidaren, ähm, sehr humoresken Schreibstil, das ist tatsächlich meine Empfehlung für die letzten paar Monate. Ähm, der hat auch noch ein paar andere Bücher geschrieben, die habe ich auch gelesen, die sind auch eigentlich ziemlich gut. Allerdings muss ich dringend empfehlen, diese Bücher nicht als äh, Hörbuch zu hören, sondern als wirkliches Buch zu lesen. Weil ansonsten, zumindest als nicht englischsprachiger Muttersprachler, ist es als Hörbuch einfach nicht zu benutzen. Finde ich. Aber er, er ist halt so, ähm, ja, weiß nicht genau, ob er Linguist richtig ist. Aber er, er geht halt so ein bisschen durch Sprachentwicklung und wie sich Dinge so gemacht haben. Wie sich Worte entwickeln, wie sich Dinge entwickeln. Das ist sehr nett gewesen. Ähm, und ansonsten habe ich natürlich weitergelesen mit der Warhammer Fantasy-Reihe. Nämlich Graham McNeil Heldenhammer. Das ist, sind quasi die, die Sigma-Trilogie. Und ich muss sagen, ich habe Spaß. Ja, ich weiß, ich schäme mich ein bisschen dafür, dass ich damit Spaß habe. Aber es ist gut. Es ist Blut und Boden. Es ist wirklich Rhetorik. Es ist wunderschöne. Ja, wunderschöne Pathos. Es macht Spaß. Ich mag das. Es hat auch ein paar Hexendinge drin. Es ist nett. Muss ich wirklich sagen. Das hat mir gefallen. Ja, na gut. Das wäre dann quasi der Teil zu den Büchern, die ich gelesen habe. Und dann kommen wir mal dazu, wie ich den Rest meiner Zeit so verbracht habe. Denn wir waren ja sehr lange unterwegs. Wir waren eigentlich fast im August die ganze Zeit unterwegs und auch einen großen Teil des Septembers. Äh, die Urlaubssaison hat angefangen im August. Da sind wir nämlich nach Erfurt gefahren. Ähm, wir sind unter die Angler gegangen oder zumindest sind wir noch im Prozess unter die Angler zu gehen. Aber Thüringen hat einen sogenannten äh, Vierteljahres Fischereischein, für den man keine Prüfung braucht. Das ist sehr praktisch, weil die haben wir noch nicht. Wir machen jetzt gerade einen Online-Kurs ähm, für den Fischereischein in Sachsen. Aber den, wie gesagt, kann man noch nicht, weil die Prüfung erst später ist. Aber in Thüringen kannst du eben ohne diese Prüfung schon für ein Vierteljahr angeln, wenn du dir diesen Schein holst. Und das haben wir gebracht, haben uns ins Auto gesetzt. Und sind auf einen Campingplatz nach Erfurt gefahren. Ähm, total leer, keine Menschenseele, wirklich cool. Ähm, richtig hübscher See. Ja, direkt gegenüber ist ein Kieswerk. Mich hat es nicht gestört. Menschen, die etwas geräusch- und sind, könnten eventuell dagegen sein. Aber wie gesagt, ich fand super, mir hat gefallen. Naja, und da haben wir halt da gesessen und haben gecampt mit Zelt. Wir haben ein riesiges Zelt. Ähm, haben gekämpft, haben geangelt, mehr oder weniger erfolgreich. Ähm, haben da Rotfeder, eine Rotfeder rausgeholt, aber zum Beispiel auch ein paar Barsche. Allerdings die Barsche mussten wir alle wieder zurücksetzen, weil das waren alles kleine Selbstmörder. Aber nun. Ähm, auf jeden Fall, der Erfurt-Roller war richtig, richtig cool. Das hat richtig Spaß gemacht. Wir hatten prima Wetter bis auf den letzten Tag. Da ist uns bald das Zelt weggeflogen. Ähm, aber auch das, äh, ja war wow, zu verkraften, dass also es uns nichts passiert. Es war alles gut. Ja, und kurz danach sind wir dann nach altenburg panau aufgebrochen. Auch wieder ein Campingplatz. Und da muss ich sagen, das ist eine richtig, richtig große Empfehlung. Gerade für Menschen, die vielleicht auch mit dem Rollstuhl unterwegs sind oder sowas. Das Ding war echt geil. Die haben erstens einen riesigen Campingplatz, ähm, richtig gute Infrastruktur. Das heißt, du hast... Überall so diese, diese Rasenparzellen abgegrenzt und überall dazwischen sind aber ordentlich gut gemachte Wege, wo du wirklich mit dem Rollstuhl auch nicht einsinkst oder was, egal wenn es da mal drei Tage geregnet hat, du kannst dich dort bewegen und das ist großartig. Ansonsten ähm, haben die auch ähm, entsprechende Sanitäranlagen für Rollstühle, also eine behinderten Toilette oder eine behinderten Dusche. Große Empfehlung, einfach vorne hingehen, fragen hier: Ich sitze im Rollstuhl oder habe irgendeine andere Bemühung. Ich bräuchte da mal diesen Schlüssel. Dann kriegt ihr für die Dauer eures Aufenthalts eure, ja, euren, euren Schlüssel für diese Sanitäranlagen und könnt die dann benutzen, so wie ihr die braucht. Richtig, richtig geil, der Campingplatz. Also, da werde ich auf jeden Fall nochmal hinfahren. Auch da hatten wir echt Glück mit dem Wetter. Es war wirklich schön. Ja, wir haben gezeltet, wir haben gekocht, wir haben gemacht, wir haben getan, wir haben geangelt. Vor allem Jonas hat viel geangelt. Wir waren auch da im See baden. Das ist allerdings das einzige kleine Problem. Der See an sich ist relativ flach. Beziehungsweise es geht ein ganzes Stück erstmal rein. Aber um an den See überhaupt erstmal ranzukommen, das ist ein bisschen schwierig. Weil es ist halt ein Tagebau und da geht es entsprechend steil erstmal bis runter ans Ufer. Das ist für Rollstuhlfahrer ein bisschen schwierig, aber es geht zu bewältigen. Ja, ähm, naja, gut, dann waren ein paar Wochen Pause, und dann war das versprochene Potstock. Und potstock war wie immer absolut großartig. Ähm, wir haben hauptsächlich den Küchendienst ein bisschen mitgemacht, Jonas und ich. Ähm, vielen Dank an das Küchenteam, ganz, ganz vielen Dank an das Orga-Team generell. Ihr wart fantastisch, ihr habt eine großartige Arbeit geleistet. Es war eine fantastische Veranstaltung. Und Leute, das neue Gebäude, die neue Location ist so großartig. Auch hier, wenn ihr Rollstuhl habt, wenn ihr irgendwelche Mobilitätseinschränkungen habt, wenn ihr irgendwelche anderen Probleme habt, ihr wollt... Zu den nächsten Podstocks kommen. Denn sie sind deutlich, deutlich zu leichter zu bewältigen, als sie das in den letzten Jahren waren. Alleine schon durch die Location. Weil du hast keine Probleme mehr mit Duschen, du hast eine vernünftige Dusche, in die du auch mit dem Rollstuhl reinkommst. Du hast, ähm, ja, ich meine, gut, ihr kennt das. Die Bühne und die Rampen und so weiter haben wir sowieso schon immer gebaut. Von daher, das ist einfach nur geil. Und wir alle wissen, die Menschen beim Podstock sind einfach großartig. Und es funktioniert. Egal, ob man da mal kurz Hilfe braucht, bei keine Ahnung was oder bei irgendwas anderem. Völlig egal, das läuft. Du brauchst die Leute eigentlich nicht mehr ansprechen. Es kommt eigentlich immer jemand auf dich zugehüpft und hier kommst du klar und kannst du mal und es ist großartig. Es ist einfach wirklich großartig. Ja, ähm, dabei habe ich dann natürlich auch ein bisschen meine Mesh-Experience gehabt. Denn äh, ich habe nicht nur das Krümelmonster repariert, sondern auch Ralfs Schwein. Es war sehr lustig und äh, ich möchte an dieser Stelle nochmal den Gelbschlupf grüßen. Es war mir eine Ehre, mit ihnen zu arbeiten. Ähm, ja, beim Potstock haben wir diesmal nicht gezeltet, sondern wir hatten Papas Auto mit. Vielen Dank an dieser Stelle, Papa. Äh, denn der hat ja seinen äh, Transit äh, umgebaut oder umbaubar zum Wohnwagen. Und äh, ja, den haben wir dann halt genutzt, um da drin zu schlafen, um da drin zu hausen. Das hat sehr gut geklappt. Und es war auch ganz praktisch, weil ich glaube, im Zelt wäre es echt kalt geworden. Denn gerade zum Potsdok hatten wir dann auch teilweise schon so 8 Grad. Es war schon ein bisschen ungemütlich. Ähm, ja, aber das hat alles gut geklappt. Und weil wir da einmal schon dabei waren, sind wir dann gleich noch äh, in Jonas alte Heimat gefahren. Auf den Campingplatz nach Fachbach. Und haben da dann auch noch mal eine Woche zugebracht. Einfach nur in der Sonne rumgelegen, viel baden gegangen, viel die Familie besucht, diese Dinge. Auch das war wirklich, wirklich schön. Genau, und damit war es dann eigentlich schon fast vorbei. Außer, dass wir dann äh, erfahren haben, dass die liebe Füchsin ihren Einzug und ihren Geburtstag noch feiert. Und deswegen sind wir jetzt äh, am 3. Oktober zum Feiertag noch mal kurz Richtung Frankfurt gefahren das sind ungefähr, ja, mit einem normalen Auto vier Stunden, mit unserem Auto ungefähr fünf, vielleicht fünfeinhalb, aber wir waren in einem sehr, sehr geilen Hotel, das habe ich ja ausgesucht, das hat mir sehr gut gefallen, ähm, ja also ein, ein dorent Hotel auch das wirklich ähm, ja schweineteuer aber echt nett die haben halt so vier Meter hohe Bücherregale und überall so Chesterfield Sofas und Dinge und Zeug und ich liebe es also große große Empfehlung großer Spaß aber wie gesagt wir reden nicht über die Preise ja genau das war's jetzt eigentlich im Großen und Ganzen mit den Dingen die so in der letzten Zeit passiert sind ähm, noch ein kleines bisschen zu Kanaldealer Medial. Äh, ich bin ganz fürchterlich in ein Spiel versackt, nämlich Fishing Planet. Ähm, es ist free to play, es gibt es ähm, ja, PC-Web-App im Prinzip, es gibt äh, eine Android-App. Es macht Spaß. Du kannst zwar Geld da einwerfen, du musst es aber nicht. Und mein Gott, ich glaube, ich habe das jetzt seit einer Woche oder so und bin bei 82 Stunden oder so. Es macht echt Spaß. Ähm, noch sowas, worauf ich mich echt gefreut hatte, wo ich aber irgendwie sagen muss, das fühlt sich genau nicht so an, wie ich mir erhofft hatte, war Chef-RPG. Ich weiß nicht, warum irgendwas ist mit diesem Spiel komisch. Also ich würde eventuell, wenn ihr da auch drauf gewartet habt, vielleicht noch mal warten, ob die da noch ein paar Bugfixes reinbringen. Es fühlt sich noch alles sehr wonky an. Ich weiß nicht, ob es noch besser wird oder ob ich einfach mit dem Spielkonzept nicht warm werde. Aber ich habe mich darauf sehr gefreut und war dann letzten Endes doch relativ enttäuscht. Aber nun, das ist dann halt so. Ja, wie geht's denn weiter? In der nächsten Zeit, wie gesagt, es ist, ich habe ja versprochen, wir fangen wieder an mit Podcasten, wenn die Temperaturen wieder ein bisschen humaner werden. Und so wird es auch passieren. Wir haben den neuen Sendungstermin für Königspube Dame Gast für Mitte, Ende Oktober schon angepeilt. Da geht es also weiter mit Finderlohn. Und ähm, ja, wir schließen dann irgendwann die Mr. Mercedes-Folgen äh, ab. Und ich glaube, es wird dann tatsächlich. Also die Kurzgeschichten werden wir, denke ich, auf jeden Fall noch schaffen. Bis Ende des Jahres und alles andere ist Bonus. Genau. Mit Nash wird es auch irgendwann weitergehen. Ich weiß noch nicht genau wann und wie und was. Aber auch das, wie gesagt, ist nicht tot. Äh, ein Dela Kochstudio habe ich heute aufgenommen. Das kommt dann auch in der nächsten Zeit. Nochmal. Genau, und ansonsten, ja, wer will, äh, unser Discord, wir haben ja immer noch dieses Discord, da äh, strömen wir ab und zu, also ich gehe regelmäßig angeln, Jonas geht regelmäßig mit dem Hendrian durch den Wald, äh, Tobi macht regelmäßig irgendwelche Dinge mit Lego. Also wenn ihr da wollt, ihr seid gern willkommen. Äh, haut mich einfach an über die üblichen Kanäle und dann reden wir nochmal drüber, ob ihr da ein Plätzchen findet, wenn ihr wollt. Gut, das soll es von mir gewesen sein. Dela La gibt es heute nicht, weil ich in letzter Zeit nicht aufgenommen habe. Aber ich wünsche euch eine ganz fantastische Zeit. Lasst es euch gut gehen. Und wir hören und sehen uns dann bald wieder. Tschüss!